So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Immortal Redneck hier auf der Switch. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist das Ganze natürlich zufallsgeneriert mit den Pyramiden hier. Deswegen rennen wir da jetzt mal rein und nehmen die nächste Pyramidenangriff, beziehungsweise das heißt die nächste Pyramidenangriff. Wir gehen einfach rein und werden versuchen, mal bis an die Spitze zu kommen. Können wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht schaffen, denn man braucht wahrscheinlich noch ein paar Upgrades, bevor wir da wirklich was reißen können. Aber egal. Wir probieren es einfach mal. Bis jetzt ist das Spiel eigentlich ganz lustig gemacht. Was anderes? Erster Stock. Okay. So. Schriftrolle. Ersetzt eine deiner Waffen mit einem zufälligen anderen. Okay. So, kriegen wir auch weg. Nachladen. Okay. Oh, scheiße. Das Ding kann ich mit einem wegflanken. Verdammte Axt. Das ist natürlich doof, ne? Ein bisschen leichtsinnig gewesen. Aber egal. So. Sind auch welche da oben? Ah, unten und oben, okay. Jackpot, ein Haufen Geld. Cool. Das haben wir noch nicht. Aber Geld kann man immer gebrauchen, ne? Gerade weil die Upgrades ja auch immer teurer werden. Macht das schon Sinn. Also das Spiel läuft wirklich sehr flüssig, muss ich sagen. Ist natürlich auch sehr, sehr reduziert vom von der Grafik her. Das sieht man natürlich so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Auf die eine oder andere Weise. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe den Turbo eingesetzt. Sozusagen die Fähigkeit eingesetzt. Wollte ich gar nicht. Macht nichts. Passiert. Okay. Hier waren wir noch. Und da sind wir gekommen, ne? Ja, genau. Von da sind wir gekommen. Können wir mal hier reingehen? Hier waren wir, ach, die kennen wir auch schon. Okay, dann gehen wir hier drüben rein. Ja, den finde ich noch nicht. Okay, ich höre ganz viele Frösche, die sind wahrscheinlich unten rumhopsen. Naja, runter müssen wir so oder so. Oh. Hier hoch. So. Hier können wir, okay, können wir noch runter. Da unten. Das ist ganz gut, dass man die mal sehen kann, so ein bisschen. So. Das ist schwierig, ihn einzusammeln, weil das ja auch immer wieder flöten geht. Nach der Zeit. Aber. Oh, hier. Was ist das denn?
Was ist das denn für ein kleines Wäffchen hier? Ei, ist das so eine... eine Laserwaffe oder so. So. Wollen wir nicht vergeuden? Ja, eine Tür hier oben oder nur da unten? Gab's eine Tür da unten? Ich hab's gar nicht gesehen gerade. Hier oben war keine weitere Tür, ne? Ne, dann müssen wir die Tür da unten nehmen. Bium, 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 bium. Mission tut dir nicht weh. Okay. Ah, okay, da wird ordentlich Feuer ergeben. Gibt's da unten ordentlich. Hoch komme ich jetzt aber nicht, ne? Da oben ist aber auch eine fette Tür. Wie kommt man da denn hin? Wahrscheinlich durch den Fahrstuhl unten oder so, ne? Hier, da unten ist ein Fahrstuhl. Oh, wie kommen wir da denn hin? Also, wie kann ich runterspringen, ohne tot, drauf zu gehen? Wo kommt denn Feuer hin? Kommt Feuer in die Ecke da? Nee. Okay, warte, müssen wir versuchen, da runterzukommen. Ohne zu sterben. Durch sehr viel Feuer. Das Feuer kommt auf jeden Fall nicht da hinten in die Ecke hin. Ach, ich, wieso fahre ich ja nicht runter da? Nochmal. Oh, hier. Hier dürfte kein Feuer hinkommen, ne? Nee. Gut. Ach, scheiße. Schon verloren die Mission. Versteht, tut dir nicht weh und ich habe mir weh getan. Okay, müssen wir vielleicht nochmal versuchen, nochmal von oben, nochmal das gleich zu machen. Oder nicht? Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Geht er wahrscheinlich hier hoch und geht's hoch, ne? Kann man es nochmal machen? Nee, aber ich kann hier, bin jetzt, glaube ich, zum Boss gekommen hier gerade. Na, okay, ob es ein Boss ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Okay. Blödes Viech. Jeder Schuss hat eine kleine Chance, den Gegner in einen Huhn zu wandeln. Oh, abgefahren. Hier ist aber nichts Besonderes. Gegner haben alle getötet. Also die Steuerung ist sehr präzise, was natürlich sehr cool ist. Dadurch hat man nie die Chance, dass man einfach mal jetzt drauf geht durch irgendeinen Quatsch, den man gemacht hat, sondern es passt einfach alles. Also wenn man runterfällt, ist es wirklich die eigene Schuld, weil die Steuerung ist wirklich sehr gut. Muss man einfach mal sagen. Ich tue dir nicht wenig nochmal machen. Wenn ich rausgehe und über reingehe, kann ich den nochmal machen? Testen wir mal. Ne, kann man echt nicht mehr. Und da noch eine Tür gewesen. Aber auch keine andere Tür mehr, oder? Mich würde interessieren, was es denn hier gegeben hätte. Das ist echt ärgerlich gerade, dass ich das nicht geschafft habe. Hier hätte es auch nur eine neue Waffe gegeben oder einen Bonus oder so, aber. Nein, das hat mir. Was ist das denn hier? Hier hätte bestimmt was gelegen, denn. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut. So, müssen wir den nächsten Bereich finden. Wir müssen runter. Wow. Und hier sind wir gekommen, ne? Hier auch noch eine Tür irgendwo. Hier gibt es nur die Treppen nach oben. Ja, Treppen nach oben gibt es hier noch. Gucken wir, woanders hinkommen.
Nein! Wow! Zack, die Steuerung ist sehr gut eigentlich. Muss natürlich aufpassen. Nein! Ach, warum willst du noch da hochspringen? Das war ja auch doof. Hui! Okay, wo war hier überall noch nicht? Da drüben waren wir ja auch schon. So, die Karte angucken hier. Ups. So, warte mal, wir sind da. Da gibt es auch noch. Da gibt es noch andere Türen im Hauptgebäude, da wollte ich gerade sagen. Wir gehen dann da mal rein. Also zurück. Ui. Na komm weg. So, dann in die nächste Tür. Raus kommen wir ja nicht mehr, klar. Was gab hier noch weitere Türen? Ne. Oh. Nehmen wir die obere hier. Fallenentschärfer, deaktiviert Fallen, sehr gut. Blödes Viech. Oh nein! Ah. Ach guck mal, die Pyramide. Da haben wir nicht mal in die Nähe von der Spitze gewesen. Macht ja aber nichts. Jetzt werden wir also erstmal kurz aufrüsten nochmal, würde ich sagen. Da bin ich. So, ich bin überlegen, ob ich einfach das Gold sammeln sollte, damit wir diesen Shop da öffnen können. Ich glaube, das waren 1500 oder was war das? So. Händler für 1500, machen wir. So, Händler ist auf. Bringt uns natürlich nichts, denn wir haben ja überhaupt keine Kohle mehr. Oh, ain't it fucking time already? Let me see if they sell any nice whiskey. Die wollen jetzt genau wie beim letzten Mal, aber alles Gold ist weg. Das ist ja blöd. Ne, wir gehen nochmal, noch mal rein. Ja, zahlen wir. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Man könnte die Pyramide genauso lassen wie beim letzten Mal. Dann würde man ja sich gut auskennen. Aber wenn das ganze Gold weg ist, macht es natürlich auch, ist auch irgendwie scheiße. Würde vielleicht Sinn machen, wenn man fast bis nach oben gekommen ist. Vielleicht gibt es ja nachher auch Rollen, wo steht, alle Gegner sind schon wieder weg. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich gehe mal direkt auf den Gegner drauf zu. Vielleicht sollte man das ein bisschen vorsichtiger angehen. So. Wir gehen wieder mal links rein als erstes. So. Noch ein paar Gegner. Oh nein! Scheiße, immer nachladen, Leute. Immer nachladen. Warum habe ich okay? Okay. So. Alles eingesammelt? Perfekt. Nimm mal das Nachladen nicht vergessen, ne? So, durch die Tür da vorne sind wir gekommen. Das heißt, es muss hier auch noch eine andere Tür geben. Diese hier. Oh, hier rauskommen wir gerade nicht. Ich weiß, ich wollte einfach runtergehen. Ich hab. Ist gerade eingefallen. Bin ja gar nicht hier runtergegangen. Vielleicht ist hier unten auch noch irgendwas. Aber ich glaube nicht, ne? Ein paar Gegner. Okay. Warte mal. Da ist noch so eine Plattform und kann man irgendwie hochkommen. Das könnte fast ein Fahrstuhl sein hier, ne? Da komme ich nicht hoch, schade. Dann gehen wir mal runter. Und, was sagen, tut man sich nicht weh, wenn man runterfällt.
Schatzjäger, Kisten geben dir mehr Belohnung. Sehr gut. Und was ist das andere? Medaillon der Erwählten. Des Erwählten. Du hast eine Blaupause gefunden. Schau sie dir beim nächsten Run beim Händler an. Ah, cool. Das machen wir. Ups, Alter. Ab und zu bin ich auch ein bisschen zu schnell mit dem Drehen hier. So, oh, Alter, was ist denn das für eine. Wie hoch ist denn das bitte? Oh, ich bin auch ziemlich tief gefallen, ne? Irgendwas Besonderes? Nö. Toll, konnte ich nur hier raufspringen. Ich dachte, hier gibt es irgendwas, aber nö. Gut. Ja, wenn wir hier wohl abgehakt, hier gibt es nichts weiteres. Dann betreten wir die nächste Tür. Wieder hier am Anfang und dann gehen wir nach oben. Okay. Bin nachgeladen. Nachgeladen. Perfekt. Sehr gut. Oh. Super. Haben wir was eingesammelt hier? Eieieiei. Wollten sie wissen, die kleinen Widder. Ah! Mein da. Alter, komm weg. Wir werden erstmal den Typen da oben haben. Schild, erhöht Verteidigung, sehr gut. Mann. War gar nicht mal so wenig. So, das ist natürlich doof, wenn die alle auf einen zugerannt kommen, da ist man natürlich ein bisschen machtlos. Wenig Munition habe ich jetzt auch bei meiner Schrotflinte. Aber so viel Energie haben wir gar nicht verloren. Es geht eigentlich noch. Es geht eine Etage höher, glaube ich. Yes! Okay. Schau auf die Minimap, wenn du dich verlaufen hast. Oder auch wenn nicht. Nein. Ja, der Anreiz des Spiels ist ja wirklich einfach immer wieder reinzurennen. Und wieder das nochmal zu machen. Gucken, ob man mit den nächsten Upgrades noch mehr machen kann. Oh, Lebensenergie feiner und 10% mehr und sind 20% stärker. Dafür ist die Droprate auch höher, für meine Sachen, die auch nicht schlecht ist. Daher braucht man halt die Upgrades, damit man wieder noch mehr Leute wegflanken kann, wenn man... Wir gehen mal hier als erstes hier oben rein. Hier rein. Natürlich scheiße hier. Und hier alles voll. Oh Gott, das ist eine fette. Na ja, egal. Kriegen wir eh nicht. Die Lava wollte nämlich nicht laufen.
Okay. Dann Dax. Oh. Verdammt, Dax, ich wollte eigentlich nur. Gib doch gleich. Blödes Viech. Okay. So. Zwei Türen. Hier waren wir schon drin. Genau. Hier waren wir auch schon drin. Okay. Gut, dann können wir die Tür hier hinten nehmen. Da am Boden ist das hier. Oh! Ich bin hier rübergeschossen worden. Was ist das denn für ein Scheiß? Ah! Oh! Was ist das denn? Oh! Hi, das war aber fies gerade, oder? Oh. Hardcore, Hardcore. Da muss man echt aufpassen. So. Gehen wir trotzdem mal zum Händler zusammen. Mal gucken, uns die Blaupause mal, die uns gewährt hat, da. Was das ist, genau. Moin, Herr Händler. Langweilig. Ah, da. Erhöht Angriff und Verteidigung. Kaufen. Machen wir. Okay. Das war nicht schlecht. Gucken wir mal hier. Hier noch was haben. Was erhöhen können. Angriffsab erhöht Mindestangriff. Den erhöhen wir, glaube ich, gleich trotzdem mal. Gesundes Upgrade. Oh, gesunder wäre auch nicht schlecht. Und vielleicht nochmal und noch ein. Also ein bisschen mehr Energie haben, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für diese Runde. Ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein. Wir werden diese Pyramide bezwingen. Und zwar alle zusammen. Wenn ihr unten links euch wundert, warum ich da, soll ich vielleicht mein Logo mal wegblenden, dass man mal sehen kann, wie hoch meine Rate so ist. Aber das macht ja nichts. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.